Hallo und herzlich willkommen bei der Tag auf Ländle TV. Für unseren ersten Beitrag hat meine Kollegin Stephanie Fendt den Glöckner von Notre Dame, vom Katzenturm besucht. Fritz Koroschitz ist außerdem unser Xieberger der Woche. Fritz Koroschitz ist bekannt für sein unkonventionelles Auftreten. Seine Körperveredelung scheint eher eine bewegte Vergangenheit zu verraten als seine Tätigkeit als Glöckner vom Katzenturm. Doch das Blatt hat sich für den ehemaligen Fernfahrer 2014 endgültig gewendet, als er sich von seinem Sohn unerwartet verabschieden musste. 2014 hat mich der Domfahrer Rudel Bischof mich gefragt und dann hat er gesagt, du wärst unser Mann, du kannst den Glöckner machen. Und da hinten sind die Seile, wo früher die Arbeiter der Gemeinde vorhanden. Warum er mich gefragt hat? Ja, weil ich zweimal schon den Jakobsweg gemacht habe, nach Santiago de Compostela. Ich bin ein gläubiger Mensch und dann helfe ich im Dom die Weihnachtskrippe aufstellen, die Fastenkrippe und wenn sie mich brauchen, hilfe ich mich. Der Katzenturm wurde in den Jahren 1491 bis 1507 als Teil der Stadtmauer errichtet und erhielt seinen Namen von den Kanonen, die sich dort befanden, welche mit Löwenköpfen verziert waren. 1857 wurde die Glocke umgegossen und ist nun die größte Glocke Vorarlbergs. Der Katzenturm ist 40 Meter hoch, der Umfang ist 38 Meter. Differiert um 2 Meter und die Glocke hat 7,5 Tonnen, der Klöppel 450 Kilo, 121 Stufen. Mir macht es Freude, weil ich am Feldkircher bin und, da, und dass ich den Glöckner machen kann, das freut mich sehr. Ja, das ist für mich die super benannt. Die Wucht und Lautstärke der 8,5 Tonnen schweren Glocke ist Fritz gewohnt. Einen Ohrenschutz lässt er lieber einfach weg. Ich trage keinen, mir tut das nichts. 2005 hat Fritz den Sport als Ausgleich entdeckt, welches ihm nicht nur als Glöckner dient. Ich bin ein begeisterter Radfahrer und ein begeisterter Berggeher. Mit dem Rad war Fritz schon zweimal in Spanien, mit Etappen bis zu 170 Kilometer am Tag. Diese Fähigkeit setzt er auch gerne für Senioren ein. Ich fahre ja auch Ritsche. Ja, da hilft mir da alten Leuten. Und dass sie rauskommen aus den vier Wänden, oder? Das ist der letzte. Wenn man mich braucht, bin ich überall dabei. Und es geht sportlich weiter. Der ASFÖ und der VfV setzen neue Maßstäbe im Nachwuchsfußballtraining. Wir waren für Sie vor Ort. Alle Herr Loger in die Kamera. 3, 2, 1, tschüss. Der ASFÖ will gemeinsam mit dem Vorarlberger Fußballverband den Nachwuchsfußball stärken. Dafür wurden speziell für das Training kompakte Tore herangeschafft. Das Besondere: Es gibt im Training ab sofort mehr als 2 Tore, wie Clemens Viel vom ASFÖ erklärt. Bisher haben die Kinder eigentlich mit 2 Toren trainiert. Das heißt, es hat sich dann oftmals auf 1 bis 2 sehr spielstarke Kinder konzentriert. Ja. So sind die Mannschaften kleiner, wie gesagt, die Ballkontakte höher und das fördert einfach die Spielfreude an sich beziehungsweise auch die Spielintelligenz von der Kids. Für die Kinder im ersten Moment sicher eine Umgewöhnung. Jedoch mit großem Mehrwert, wie Andreas Kopf vom Vorarlberger Fußballverband weiß. Ich glaube, dass man zu früh oft im taktischen Bereich schafft. Also Kinder sollte man im Grunde mal, je jünger sie sind, umso freier spielen lassen. Da geht es darum, dass man in kleiner Gruppe spielt, dass sie lernen Dribbler. Dass sie natürlich
dass sie mal in der Offensive mal dribbeln, dass sie in der Defensive mal versuchen, den Ball zu erobern, dass sie mit dem Ball umgehen können. Natürlich auch das Zusammenspiel zu fördern. Also das ist schon eine große Aufgabe. Ein Alltag ist für mich immer so eine Symbolwirkung. Oder? Wenn die Altacher was machen und auch im Nachwuchs, im Kinderfußball jetzt Akzente setzen, da schauen ja viele Vereine daher. Also das hat immer so eine Strahlwirkung auf viele. Jetzt mal, wenn ich da bin und zuschaue, den Serhis auf Kleinfeld spielen, sie haben 3-4 Stationen aufgebaut für 24 Kids da, 4 Trainer am Platz. Die Stationen beinhalten kleine Spielformen, beinhalten leichte Technikübungen, die natürlich, weil ein Kind in dem Alter noch nicht so Aufmerksamkeitslänge an den Tag lädt und noch nicht so lang sich konzentrieren kann und nicht so aufmerksam an einer Übung da sein kann. Also man muss das gut portionieren, aber sie machen das hervorragend, muss ich sagen. Und das hat schon, das ist vorbildhaft. Ohne die Unterstützung des ASFÖ wäre es nicht möglich gewesen. Und darum eine große Dankbarkeit als Verband, aber einfach im Sinne unserer Vereine und Trainer und Spieler. Für den ASFÖ und den VfV ist es deshalb ein großes Anliegen, dass möglichst viele Vereine sich diese Trainingsmethode aneignen und umsetzen. Denn mit solidem und durchdachtem Training werden sie von Tag zu Tag besser. Die Stars von morgen. Das war der Tag auf Ländle TV. Im Anschluss sehen Sie noch das Wetter und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Und bis dahin haben Sie noch eine schöne Zeit. In der Nacht auf Mittwoch und Mittwoch früh kommt es vorübergehend zu teils kräftigen Niederschlägen. Dabei fällt oberhalb von 1000 bis 1300 Meter meist Schnee. Oberhalb davon kommen 5 bis 15 cm Neuschnee dazu. In den Hochlagen über 1500 Meter auch mehr. Am Mittwochmorgen ziehen die Niederschläge rasch ab und es wird trocken, bei einem Mix aus Sonne und Wolken. In den Bergen können sich tagsüber noch einzelne Regen- und Schneeregenschauer entwickeln. Die Tageshöchstwerte erreichen nur mehr 7 bis 11 Grad. Am Donnerstag und am Freitag erwartet uns trockenes Wetter und zeitweise scheint neben ein paar Hochnebelwolken und nach Nebel in den Tälern auch die Sonne. Die Temperaturen steigen langsam etwas an, die Nächte werden aber teils frostig. Donnerstag bis 13 Grad, Freitag bis 14 Grad. Das trockene und herbstliche Hochdruckwetter hält wahrscheinlich auch am Wochenende. Schon gewusst, dass während eines Facebook-Ausfalls von 6 Stunden 53 Millionen Fotos nicht hochgeladen wurden? Schon gewusst, dass 25 Milliarden WhatsApp-Nachrichten nicht gesendet werden konnten? Schon gewusst, dass 125 Millionen Instagram-Stories nicht gepostet werden konnten? Und schon gewusst, dass 3,6 Milliarden Minuten für etwas anderes genutzt werden konnten, die sonst auf Instagram verbracht worden wären? Aluminiumgießerei in Schlind. Aluminiumrecycling auf höchstem Niveau. Moderne Produktionsstätte, faire Arbeitszeiten, attraktive Entlohnung. All das und mehr bietet die Speedline Aluminiumgießerei in Schlind. Bewirb dich noch heute!